Ein Glaukom ist ein Zugrundegehen, ein Verlust der Nervenfasern des Sehnerven. Der Sehnerv selbst ist aus vielen Fasern aufgebaut und versorgt die gesamte Netzhaut. Wenn die zugrunde gehen, dann ist das die Folge eines Glaukoms oder ist ein Glaukom. Das Glaukom ist nicht ganz gleichzusetzen mit einem erhöhten Augeninnendruck, auch wenn es immer heißt, hoher Augendruck ist gleich Glaukom. Es gibt auch ein Glaukom bei niedrigerem Augendruck, ein Niederdruck- oder Normaldruck-Glaukom. Aber im Wesentlichen ist das Glaukom das Zugrundegehen der Nervenfasern, aus welchen Gründen auch immer.